Habt ihr unsere Späher gefunden? Sie sind tot. Tut mir leid. Elganan und Gelanane haben sie in einem Ritual geopfert. Bei den Schöpfern. Was ist mit dem Rest des Dorfes? Durch das Ritual wurde überall Verderbtheit freigesetzt. Das gesamte Dorf wurde von ihr verschlungen. Die wenigen Überlebenden werden durch Blutmagie kontrolliert. Ihr Verstand ist zerstört. Elganan und Gelanane haben sie wie Marionetten benutzt. Das Ganze war eine Machtdemonstration. Sie werden nicht ruhen, ehe ihr nicht vor ihnen kniet. Ängstlich, kauernd, hilflos angesichts derartiger Kräfte. Lady Morrigan? Für euch einfach Morrigan, Späherin Harding. Welch Freude, euch wiederzusehen. Rook, das ist Morrigan, eine alte Bekannte. Ich dachte mir, sie könnte uns vielleicht helfen. Morrigan hat der Inquisition geholfen, als Varric und ich noch Teil von ihr waren. Mit Ausnahme von Solis wusste sie mehr über altelfische Magie als jeder andere. Es war damals ebenso Vergnügen wie Notwendigkeit zu helfen und das gilt auch heute. Um Elganan und Gelanane aufzuhalten, bedarf es vieler Hände. Dann danke ich euch schon jetzt für eure Hilfe. Wie erfrischend. Und ich danke euch ebenfalls. Ich weiß euer entgegenkommendes Wesen zu schätzen. Was könnt ihr uns über das alles sagen? So gefährlich Solis selbst auch sein mag, war es doch gerechtfertigt, dass er die Götter eingesperrt hatte. Sie jetzt gewähren zu lassen, würde für Thedas das Ende bedeuten. Das Ganze ist unsere Schuld. Die Götter sind entkommen, als wir Solis Rituale unterbrochen haben. Wäre es nicht besser, diese Gefühle dafür zu nutzen, alles wieder ins Lot zu bringen? Doch, natürlich. Aber wie? Seht sie nicht als Götter, sondern als das, was sie sind. Uralte, mächtige Magier. Um ihnen entgegenzutreten, benötigt ihr selbst beträchtliche Magie. Als ihr das Ritual des Schreckenswolfs unterbrochen habt, seid ihr da zufällig auf eines der Werkzeuge gestoßen, die er genutzt hat? Er hatte einen Dolch, aber der ging in dem ganzen Chaos verloren. Dann tätet ihr gut daran, nach ihm zu suchen. Er ist in euren Händen besser aufgehoben als in denen der Götter. Könnte Solis sonst noch etwas besitzen, das uns eventuell weiterhilft? Wir sind in seinem, naja, er nennt es den Leuchtturm. Ah, natürlich. Die legendäre Zuflucht des Schreckenswolfs. Es heißt, sein Illuvien, der V-Rivas, ermögliche Reisen zu jedem anderen Illuvien. So funktioniert er nicht. Im Moment führt er nur nach Alethan. Ich kann einen Blick darauf werfen. Vielleicht kann ich ihn sogar reparieren. Ich kenne Illuvien besser als die meisten anderen. Wir würden uns über jede Hilfe freuen. Wenn Illuvien noch so funktionieren wie früher. Mittlerweile ist jede Magie anders. Unsere Götter sind zurück. Unsere Götter! Und sie töten Leute und verderben die Welt. Wie bieten wir dem die Stirn? Keiner von uns schafft das allein. Aber gemeinsam können wir sie stoppen. Bellara, ihr gehört zu den wenigen Personen auf der Welt, die unseren Illuvien reparieren können. Harding kann den Lyrium-Dolch aufspüren und Neff findet alle Hinweise, die wir vielleicht übersehen. Vor uns liegt eine große Aufgabe. Machen wir uns an die Arbeit. In der Tat. Bereitet euch gut vor und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. In Zeiten wie diesen werden Legenden geboren. Oder erschlagen. Ich werde euch in dieser Schlacht jedenfalls nach Kräften unterstützen. Alles klar. Gehen wir.
Worte. Es muss getan werden. Ich hätte schießen sollen. Das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Das wisst ihr doch überhaupt nicht. Alles, was ihr habt, sind Mutmaßungen. Wir sehen uns etwas Unbekanntem gegenüber und arbeiten weniger mit Fakten als mit Gerüchten. Natürlich sind Mutmaßungen da alles, was ich habe. Ich hätte schießen sollen. Wir sollten uns nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Das tue ich doch gar nicht. Wirklich, Neff. Ich gebe euch keine Schuld. Oder Rook oder sonst irgendjemandem. Niemandem außer euch selbst, hm? Und? Wie funktioniert das für euch? Wir wollten verhindern, dass die Welt ins Chaos stürzt. Und was haben wir erreicht? Nichts. Die Gefahr, dass es dazu kommt, besteht noch immer. Die Elfengötter sind aus ihrem Gefängnis entkommen. Solas ist in eurem Kopf und wir haben nicht die geringste Ahnung, was wir tun sollen. Und Varric. Varric kannte die Risiken. Er wusste, wie hoch der Preis sein könnte. Wir sind noch am Leben. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Wisst ihr, genau das mag ich an euch, Borte. Ihr hört niemals auf zu kämpfen. Ihr drängt auf Antworten und Taten. Während ich mich ewig mit Fragen aufhalten kann. Naja, wir brauchen doch auch jemanden, die Teile des Puzzles zusammensetzen kann. Wir kämpfen schließlich gegen das Unbekannte. Ganz genau. Wir alle erfüllen eine Aufgabe. Varric hat uns wegen unserer Stärken zusammengebracht. Er wollte eine Gruppe, auf die Verlass ist. Diese Gruppe müssen wir sein. Er meint, wir sollen unsere Stärken ausspielen? Und uns aufeinander verlassen. Ich denke, das kriege ich hin. Dann lasst uns Solas durchfinden. Das wäre schon mal ein Anfang. Seht nur! An dieser Stelle klingt noch Magie nach. Stark, alt. Der Dolch war also hier. Irgendjemand hat ihn an sich genommen. Dunkle Brut! Oh nein! Könnte der den Dolch haben? Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Wir müssen das Tor aufkriegen. Seht mal da oben, diese magische Vorrichtung. Jetzt hinterher! Huh?
Die dunkle Brut hat doch normalerweise kein Interesse an irgendwelchen Dingen, oder? Soles Dolch ist etwas Besonderes. Er hat sie vielleicht angelockt. Sieht jemand diesen Ghoul? Er muss hier lang gekommen sein. Achtung, da vorne ist noch mehr dunkle Brut. Noch mehr dunkle Brut. Sie kommen aus diesem Pool. Dann mal los. Habt ihr den Dolch gefunden? Ich bezweifle, dass ihn diese dunkle Brut an sich genommen hat. Suchen wir weiter. Da drüben. Unser Dolchdieb. Da ist noch mehr Verderbtheit im Weg. Und es gibt vermutlich noch eine. Gute Arbeit. Klar, sie ist ekelhaft. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Magischen Strahlen. Dieses Mal sind es zwei solcher Vorrichtungen. Ich wette, wir müssen auf jede von ihnen einen Strahl ausrichten.
war der erste. Suchen wir jetzt nach dem anderen. Dann sehen wir doch mal, was hinter diesem Tor ist. Seht ihr das?
Das muss der Ghoul sein, hinter dem wir her sind. Hoffen wir mal, dass er den Dolch noch hat. Wir haben ihn. Gut gemacht! Diese Felsbrocken? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Kontrolle darüber. Mir gemacht. Ich bin mir nicht sicher, aber wir sollten besser zurückgehen. Dann können wir das in Ruhe besprechen. Euer Schoßtier hat versagt, Schwester. Und jetzt bleibt mir die Magie des Dolchs des Schreckenswolfs verwehrt. Fan Harrell mischt sich wieder ein. Wenn dieser Dolch unerreichbar ist, müssen wir einen weiteren herstellen. Das rote Myrium. Ihr sagtet, etwas hätte euch übernommen? Irgendwie schon, ja. Und es ist immer noch da. Ja, ich glaube schon. Das kann doch keine Besessenheit sein, oder? Das bezweifle ich. Zwerge können nicht besessen sein. Sie haben keine Verbindung zum Nichts. Solus Dolch hat das ausgelöst. Aber wie und warum? Es tut mir leid, Borte. Ich wünschte, ich hätte Antworten für euch. Ist schon gut.
Allein darüber zu reden hat mir schon geholfen. Und hey, wir haben den Dolch, oder? Also, Mission erfüllt. Zwerge konnten noch nie Magie wirken. Wir sind dazu nicht fähig. Es ist eine wundervolle Gabe. Ihr müsst stolz darauf sein. Aber ich habe nichts getan, um sie mir zu verdienen. Wie könnte ich da stolz sein? Ich weiß noch nicht mal, wie es passiert ist. Das alles ist ein bisschen seltsam. Aber nicht auf schlechte Art. Ich fühle mich verbunden. Womit? Mit dem Stein. Wir Zwerge bezeichnen uns selbst als Kinder des Steins. Und einige von uns besitzen etwas, das wir das Gespür für den Stein nennen. Sie können Höhlen, Lyriumadern und Schwachstellen im Fels erfüllen. Ich war allerdings nie eine von ihnen. Vielleicht hat ja der Dolch etwas Verborgenes freigesetzt. Aber das hier ist mehr als das Gespür für den Stein, wie ich es kenne. Ich hoffe, ihr habt recht damit, dass es eine Gabe ist. Es würde mir das Herz brechen, wenn dadurch Probleme entstünden. Ich vertraue darauf, dass ihr es im Griff habt. So wie ihr immer alles im Griff habt. Ich hoffe einfach, ich kann diese Magie nutzen, um das Richtige zu tun. Das werdet ihr mit Sicherheit. Ich werde die Grauen Wächter über die Verderbtheit, die wir gesehen haben, informieren. Und dann lege ich mich ein bisschen hin. Und wir müssen mehr darüber herausfinden, was die Götter planen. Ich suche mir einen Ort, an dem ich mich entspannen kann und versuche, Solas im Nichts zu erreichen. Viel Glück dabei. Versucht, ihn nicht an euch ranzulassen. Ich habe das Gefühl, wir kommen endlich voran. Und was auch immer es mit meiner neuen Magie auf sich hat, sie fühlt sich richtig an. Ihr Augenmerk galt dem Schreckenswolf und den entflohenen Göttern. Aber ihre eigenen Dämonen, die sie bald heimsuchen würden, übersahen sie leider. Harding sagte sich, es ginge ihr gut. Sie war verbunden mit dem Stein, den untergegangenen Titanen und der gesamten zwergischen Geschichte mit all ihren Geheimnissen. Wie könnte das alles andere als gut sein?